und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin wieder euer Avenger und ja, heute mal ein besonderes Video und zwar ein fettes Sorry an den X-Raichi, dass das mit seinem Shirt so ewig gedauert hat. Ich bin der Meinung, es war jetzt echt dringend mal nötig, dieses Video zu machen und ich setze mir noch einen drauf. Pass mal auf, erstmal das T-Shirt. Look at this, it's ready. Auch nochmal ein fettes Entschuldigung von dem Typen, der das T-Shirt gemacht hat. Der hatte ein paar Probleme mit seiner Maschine und dann wurde das T-Shirt nicht geliefert und, wo ich der Meinung bin, das war eigentlich nur eine blöde Ausrede. Aber sei jetzt mal dahingestellt. Pass auf, es gibt nämlich nicht nur das T-Shirt. Ich packe jetzt mal eben ein Schnelldurchlauf. So, dann ich hier in diese Box rein, verstehst du? In die DHL-Box. Ja. Und jetzt pass auf, ich habe ja am Anfang in den Videos eine Kappe getragen und eine Sonnenbrille. So, jetzt pass auf, was du von mir kriegst, den Mario, der da hängt und die Original-Sonnenbrille von meinen ersten Videos. Nur für dich, live exklusiv. Packen wir mit da rein. Und damit du mich nicht ganz so leer ausgehst und wirklich auch feststellen kannst, dass es mir wirklich leid tut, kriegst du noch einen Bonus dazu. Ich hoffe, das überschreiten nicht die 500 Gramm, aber hat es wahrscheinlich schon. Die Kappe von meinen Let's Play-Videos. Die wird dir wahrscheinlich noch nicht passen, musst du mal gucken, aber vielleicht irgendwann, wenn du ein bisschen größer bist, dann auf jeden Fall, die kriegst du auf jeden Fall. Mein persönliches Geschenk noch an dich, kriegst du mit dazu. Schicke ich dir mit. Das Paket ist dann rappelvoll, würde ich mal sagen. Kriegen wir auch gerade so zu, stelle ich gerade fest. Aber mit genug Tape hält das schon. So, euch ist bestimmt auch aufgefallen, dass die Videoqualität etwas anders ist. Und zwar, das hat Folgendes. Ich habe meine Videos immer mit meinem Handy aufgenommen, mit dem Sony Xperia Z5 Kompakt. Jetzt habe ich mir was gegönnt, Alter. Passt mal ganz genau. Eine Kamera von Sony. Wer hätte es gedacht, von Sony. Ohne Product Placement und so. Auf jeden Fall, das ist die HDR CX240E. Ist jetzt nicht die Ultrakamera. Aber für meine Verhältnisse passt es auf jeden Fall. Hauptsache die 1080p kann ich damit übertragen. Und das reicht völlig, ist für mich völlig ausreichend. So viel dazu. Wie schon gesagt, das Paket ist gepackt. Deine Adresse habe ich auch schon aufgeschrieben. Ist also versandfertig. Nur für dich, von mir. Und wie schon gesagt, immer noch ein fettes Sorry, dass es ewig lang gedauert hat. Wenn dieses Video wahrscheinlich rauskommt, ist das Paket definitiv schon raus. Oder wahrscheinlich schon bei dir angekommen. Aber ich bin halt echt der Meinung, das war längst überfällig. Aufgrund, dass es halt so ewig gedauert hat. Fettes Sorry. Und ich hoffe, dass die nächste Verlosung nicht so kompliziert ablaufen wird. Wie schon gesagt, ich habe jetzt auch noch eine kleine Ankündigung. Es wird sich einiges auf meinem Kanal ändern. Und zwar, die Fan-Intros, sind wir jetzt mal ehrlich, die gehen mir tierisch auf den Sack. Ohne Scheiß. Also, ich kann es nicht mehr sehen. Mir fällt nichts mehr ein. Es sind immer nur irgendwelche Clash Royale-Intros oder Clash of Clans-Intros oder irgend so ein random Shit. Ja, da muss ich dann noch dazu sagen, nicht, dass es mir keinen Spaß mehr macht, aber das ist halt nicht wirklich das Format, was ich wollte. Und deswegen muss ich das jetzt auch mal bekannt geben, weil es einfach nicht das ist, was ich halt machen wollte. Aber die mir eine Anfrage geschickt haben, ist kein Problem. Ich werde noch ein paar Intros machen, aber das gilt nur für die, die mir jetzt bei diesem Video nochmal in die Comments reinschreiben, dass sie ein Fan-Intro oder ein Banner haben wollen, alle reinschreiben, weil ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, irgendwelche Listen durchzugucken, die ich gar nicht mehr finde mittlerweile, oder in irgendwelchen Comments nachzuschauen. Also bitte ich euch, die sich jetzt melden, die kriegen noch ein Intro, die sich nicht melden, haben Pech gehabt, sozusagen. Ich gebe denen, sich zu melden, 2 Wochen. Ab dem Start, wo das Video praktisch hochgeladen wird. Also ab dem heutigen Datum, schon klar, ne? Und dann werde ich mich darum kümmern, dass diejenigen, die sich gemeldet haben, auch ein Intro bekommen. Und mit diesen Intros, die ich dann mache und die Videos, die ich dann hochlade, dementsprechend. Ich weiß, es könnte natürlich auch sein, dass das auch wieder ein halbes Jahr dauert, bis sie alle durchgedreht sind. Aber danach ist definitiv Feierabend mit Fan-Intros. Es hat seinen Grund. Ich kann euch auch erklären, warum. Das Ganze liegt daran einfach, dass jedes Mal, wenn ich ein Intro angefangen habe, irgendwelche Komplikationen kommen. Dann möchte er plötzlich kein Clash of Clans Video mehr, dann möchte er lieber ein Intro über Clash Royale oder irgendwelche anderen Geschichten. Oder ich habe meinen Namen geändert, weißt du, dann sitze vorm PC, bist schon fast fertig und dann kommt so eine Nachricht auf Skype oder in den Comments, ich habe meinen Namen geändert. Alter, warum müssen alle ihre Namen alle Furzlang ändern? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Es geht mir einfach tierisch auf die Nüsse, weil ich gebe mir echt Mühe dafür und dann kommt dann sowas. Dann habe ich das Ganze schon abgedreht, die Dateien sind schon weggeschmissen, mehr oder weniger, und dann kommt so eine Namensänderung oder irgendein random Scheiß. Hör jetzt mal ehrlich. So, und dann habe ich auch noch so viele Sachen, die mich dann auch ärgern. Wie schon gesagt, ich sitze da 4, 5 bis teilweise auch 10 Stunden, je nachdem, wie mir was einfällt, wie ich es umsetze. Ich habe sogar für die Minecraft-Intros habe ich extra ein Programm runtergeladen, dass ich das machen kann. Und ja, dann wird es teilweise nicht mehr benutzt, dann wird zu irgendwelchen
irgendwelchen anderen Intros rüber geswitcht und deswegen für mich ist das Thema durch. Ich werde euch unten in der Videobeschreibung jemanden verlinken, der es definitiv besser kann wie ich und der wahrscheinlich auch die Intros macht, die euch wahrscheinlich mehr interessieren wie meine 2D-Intros. Und zwar der Herlix Graphics. Der macht echt coole Intros, richtig coole Banner und wie schon gesagt, schaut bei dem auf jeden Fall mal vorbei. Ich werde den hier oben auch nochmal kurz einploppen. Genauso wie natürlich den X-Reichi, den werde ich auch nochmal verlinken für euch. Der macht nämlich auch coole Videos auf jeden Fall und hat auch von mir ein Intro bekommen. Und ja, wie schon gesagt, das war's eigentlich schon und wir sehen uns beim nächsten Event Talk. Für mein, ja, ein Special kann ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen, weil jetzt wahrscheinlich erstmal die ganzen Abos tierisch in den Keller fallen. Aber wie schon gesagt, die, die bei mir bleiben, würde ich sehr, sehr cool finden. Die, die sich jetzt so krass enttäuscht fühlen und einfach mich deabonnieren, sollen sie machen, ist mir eigentlich sowas von Latte. Wer die Videos guckt wegen mir, ist herzlich willkommen, weil ich brauche eine Community, die zu mir hält, die zueinander unter anderem steht, dass wenn man Videos über einen macht, dass die den verlinken, teilen, ne, dass wir uns untereinander helfen. Ich meine, wir sind doch alles kleine YouTuber, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Und wenn wir uns gegenseitig helfen, nur so kommen wir weiter. Zumal in der heutigen Zeit, wo wirklich es gar nicht mehr so einfach ist, bei YouTube irgendwie bekannt zu werden. Aber das ist eine andere Story, dazu irgendwann mal mehr. Und ich würde sagen, ich beende hier mein Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Immer noch ein fette Story an den X-Reichi von mir, wie schon gesagt. Schaltet auf jeden Fall wieder rein, guckt in die Videobeschreibung, guckt beim Herlix vorbei, guckt beim X-Reichi vorbei, natürlich auch beim Tauli und. Ihr wisst Bescheid, worum es geht. Schreibt mir in die Comments, was ihr davon haltet. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Wenn nach unten ist auch nicht schlimm, weil umso mehr Aufmerksamkeit das Video hat, umso besser ist es. Na? Schlechtes Feedback macht bessere Videos. So sage ich das immer wieder und wie schon gesagt, haut da rein. Bis dahin, euer Avenger. Ach ja, bevor ich es noch vergesse, wie schon gesagt, mein letztes Video ist noch hier und meine anderen Playlists, schaut da mal vorbei. Ne, ich habe auch coole Let's Plays oder so. Ich habe jetzt auch endlich mal The Walking Dead weitermachen können. Ihr habt es ja schon gesehen wahrscheinlich mittlerweile seit dem letzten Mal und so. Auf jeden Fall, es geht da auch wieder spannend weiter. Und natürlich die nächsten Overwatch Let's Plays werden auch folgen. Es werden auch Avenger Talks folgen. Gebt mir Anregungen, falls ich das 100er Abonnenten Special schaffe, möchte ich wieder ein FAQ starten mit einer neuen Verlosung. Ich meine, ich habe die jetzt gerade erstmal komplett abgeschlossen und mache schon wieder eine neue. Ist aber eigentlich scheißegal, weil ihr seid mir wichtig. Ich werde das auf jeden Fall auch anders handeln. Entweder ich mache das bei dem T-Shirt-Fuzzi, frag nochmal nach. Und wenn das nach 2 Wochen nicht hat, dann mache ich es direkt online oder irgendwo anders, wo es auf jeden Fall viel, viel schneller geht. Also, wie schon gesagt, haut rein. Ich bin euer Avenger, wie immer und tschüss mit Ö oder so. Wie schon gesagt, Daumen oder kommentieren, was auch immer. Teilt es bei Twitter, Facebook, überall, wo ihr wollt und wir sehen uns. Bis dahin, Servus, alter Schwede.